Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator bei Danny mit Corby. Jo. Und einmal im Kreis und das ist dann der. Ja, gut, ich nehme den Pissstrahl mit. Hat doch perfekt geklappt. Gerade, dass er manche Stellen mitgenommen hat. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe mir dann nur einfach gedacht, okay. Ja, das sind erst Leermaststein. Naja, ist nicht viel. Ich find's geil. Ich muss ganz klar sagen, Alter, so schnell ernten ist einfach himmlisch. Jetzt mal ohne Scheiß. Wir hätten noch einen zweiten Big Bats mit einer zweiten Sämaschine. Alles abernten und dann mit zwei Leuten, weißt du, auf dem großen Feld kannst du zwei Leuten, aber dann immer von Feld zu Feld springen. Oder einen anderen Trecker, der das auch ziehen kann, wäre auch nicht das Problem. Alter, ja, aber du musst einfach mal überlegen, wie schnell du dann bist. Das ist doch absolut episch, ist das einfach. Wir haben alles falsch gemacht am Anfang. Ohne Scheiß. Meine Meinung. Wir haben viel falsch gemacht. Ja oder nicht? Ja. Wäre schon alles ein bisschen schneller gegangen. Hä? Fertig. Halt hier, Warnblinker hier, Umleuchte anmachen, Warnblinker anmachen. So, steht nämlich mitten auf der Straße, ja? Und dann hier für Richtung Recht und Ordnung. Okay, fahren. Geht echt schnell. Ich habe schon wieder 42.000 bei mir drin. Bis 16. Ja. Das sind dann schon wieder 58.000. Jupp. Es ist schon heftig. Ich find's cool. Oh, Luis. Ja, so langsam sind wir auf dem Niveau, wo ich wirklich sage, leck mich am Arsch, Kavi. Hauptsache, wir kriegen das auch alles weggearbeitet, die Sachen. Also, an Materialien, die wir dann haben. Und nicht, dass wir uns irgendwie verkalkuliert haben, zu viele Weizenfelder oder was weiß ich, weil... Das wäre dann schon ein bisschen dumm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, nicht immer wieder abernten. Ja, Brennerei. Dann, so meine ich das in dem Sinne nicht. Mir geht es darum, dann hätte man schon was anderes anbauen können. Für Brennerei brauchen wir Weizen, Gerste, Roggen. Für Windmühle brauchen wir Weizen. Bei Gerste, die Felder für Gerste sind ja nicht so groß, dann nehmen wir dann Weizen her. Und für die Hühnerstelle brauchst du auch Weizen. Ja. Dann braucht man noch Weizen für die. Wo ist für die? Ja, ich such sie gerade. Achso, okay, ja, weil ich hab gerade jetzt wäre Internet weg oder irgendwas. Nein. Weil das war, kam so komisch für die. Ich so, okay, nein, nein, was ist gut. Jetzt los? Hallo? Für die Bäckerei braucht man nur Wasser, Hafer, Dinkel, Sonnenblumen und Roggen. Was okay. Dann eigentlich? Dann. Können wir das immer noch hernehmen für unser Saatgut, weil das wird dann auch nicht weniger. Ja. Ja, was wir machen müssen und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir beim nächsten Mal ernten pflügen müssen und bis dahin müssen wir genug Geld haben, dass wir mit zwei Leuten pflügen können. Ja.
Und da bin ich dann auch wirklich der Fest, also der Meinung, dass es am schlausten ist, dann alles abzuernten. Wirklich dann alles. Voll durchziehen. Und dann, richtig, und dann mit zwei Leuten wirklich voll durchziehen. Weil so lange wird das Pflügen dann mit zwei Leuten auch nicht dauern. Und dann, wenn einer säen geht, dann kann der andere ja nochmal mit einem kleinen Pflug ausbessern, weißt du? Hm. Wo dann nochmal irgendwas ist und dann ist die Sache ja auch schon wieder gegessen. Ja, oder nicht? Ja, können wir schon machen. So. Aber dafür brauchen wir einen anderen Trecker noch. Ja, einen leistungsstarken. Genau, einen leistungsstarken Trecker und nochmal den großen Pflug, aber ohne Dolly dran. Genau. Aber das kriegen wir alles schon hin. Das ist. Da mache ich mir gar nicht so große Gedanken drum, Alter. Das ist echt. Wir haben ja noch 400.000, also von denen. Die letzte große Anschaffung. Unter anderem. Ein Fahrzeug und so? Ja. Ja. Dann haben wir zwei kleine Trecker. Richtig, zwei kleine Trecker, einen großen Trecker. Zwei große. Ja, dann zwei große, genau. Bei Drescher. Könnte nur sein, dass man nochmal vielleicht eine Sämaschine kauft später oder so. Das sieht man aber dann alles sehen, wenn es soweit ist. Da mache ich mir noch gar keine Gedanken drum. Ja, ein Maismäher hätte ich gerne noch, ne? Ja, ja. Ja, und was heißt das? Von Traktoren ist die letzte Anschaffung, aber. Richtig. Na gut, letzte Anschaffung, guck mal, was wir an Stunden kriegen, ne? Ja, wir brauchen ja auch noch das. Kann auch sein, dass ich sage, ey, Kami, der mit dem anderen Träger gefällt mir das besser, statt mit dem Big Butts, ja, dann ja, bleibt der Big Butts stehen und wir machen es dann mit dem anderen, ne? Ja. Ja, es geht ja auch um das Ding fehlt ja auch noch, die großen Rübenernte da, Rübenernte. Das wird teuer, Alter, leck mich am Arsch. Das wird richtig teuer. Da müssen brauchst wir uns auch. 1,5 Millionen. Ja, wir brauchen auch zwei Stück von. Du kannst doch nicht alleine auf dem Feld rumgurken. 4 Meter. Ja, das bedeutet dann 8 Meter zu zweit. Ja, dann geht es. 3 Mille, Alter. Ja? Na gut, ich glaube, wenn wir kein Geld ausgeben, wäre das, ist das Geld gar nicht das Problem. Wir geben eigentlich nur noch Geld für Felder und ja, Maschinen. Ja, wir haben aber jetzt, ne? In letzter Zeit viel, viel Geld ausgegeben, Kavi. Ja, ja. Also einen zweiten LKW ja, gekauft und Felder und überleg mal, was Feld 5 alleine gekostet hat, Mann. Halbe Mille. Ja. Es lohnt sich auch. Also für das haben wir dann auch mehr Produktionsstätten. Ja, klar. Hast du, ja, ist ja auch nicht negativ oder geschweige irgendwas anderes. Es geht ja einfach nur um den springenden Punkt. Wir geben halt auch ohne Ende aus, ne? Ja. Tiere auf 100. Also. Aber das Tiere passt jetzt. Tiere haben wir jetzt erledigt. Nein, nur Kühe. Ja, meine ich, aber die Anzahl von Kühen, das ist ja, ja genau. Stark. Das ist auf jeden Fall abgehakt, da bin ich auch deiner Meinung. Ja, dann noch Schafe. Schafe und Schweine. Ja, erstmal Schafe. Schafe ist ja lächerlich, ne? Aber wenn, dann machen wir das gleich so 100 Stück, bumm, fertig. Ja, ist einfach so. Oh! Was hast du? Eingestellt. Ja, aber dann müssen wir doch machen, 100 Stück und dann fertig. Kannst ja nicht anfangen, ja, hier 5 Schafe. Nochmal 5 Schafe. Was sind wir für kleine Bauern, Alter? Wir sind voll die riesen Arbeitsgeräte hier und kaufen uns 5 Schafe oder was? Ja, nee, ist klar. Läuft. Reichen 3 Schafe, passt. Ja. Du machst bei 100 Schafen. Und dann brauchen wir wieder ein Fahrzeug mit Frontlader. Ah, nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir können die Paletten mit Wolle dann auch aufladen. Gott sei Dank. Ja, weil sonst hätten wir uns noch so einen kleinen hier, so einen. Ah, bist du früher gerne mit rumgefahren mit diesem kleinen Ding da? Kompaktlader. So ein Kompaktlader, genau, hätten wir uns dann noch kaufen können. Kannst du mal schön 360 machen. Oh, ja, mit dem Cubby, wo wir der LS das erste Mal gespielt haben, ist er damit mal rumgeheizt. War geil gewesen, hey. Ja, hatten wir dann ja auch oben stehen bei den Schafen auf der Standard-Map, wenn du das.
Ich spiele kein LS. Wer spielt denn so einen Scheiß? Werde ich euch immer dran erinnern. Ultra genauso. Wer spielt denn nicht mehr? Nein, der hat auf LS 17, das hat ihn nicht. Ja, wie soll man das sagen? LS 17 hatte ihn nicht wieder neuen Schwung gegeben. Was ich absolut gar nicht sagen kann. Also für mich ist genau gut. Für mich ist genau das Gegenteil. LS 15 ja. War so träge für mich, aber LS 17 gar nicht. Null. Das Problem ist ja auch halt, es sagen ja auch viele Leute, dass halt wieder die gleiche Map war, ne? Also dieses Goldcrest Valley, das ist ja scheinbar jetzt das zweite Mal jetzt schon gewesen, oder dieser Snofka. Genau. Das ist halt dann auch so ein Teil. Ja. Ja, aber wer spielt denn wirklich bei LS 17 so lange Standard-Maps? Weiß nicht. Gibt nicht viele, Kabel. Wirklich nicht. Also, nein. Also ich denke, die Leute so wie wir, die wirklich lange und ausgiebig zocken, Kabi, die machen das nicht. Weil, du musst ja überlegen, jetzt sei ganz ehrlich, 300 Folgen hätten wir nie, ja gut, ich weiß gar nicht, wie viel wir let's played haben, Standard-Map. Jetzt darf ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil das haben wir schon lange gespielt. Ja, ja, was wir gesagt haben, das hat keinen Sinn mehr. Ja, weil ich dich auch mit überzeugt hatte, dann endlich mal diese Map auszuprobieren. Weil du ja, die haben wir mal privat schon gespielt, mal. Richtig. Und da warst du nicht so überzeugt? Ja, da war ich auch alleine. Ja, und was war noch? Er war noch nicht so weit mit der Map. Das war ja wirklich am Anfang der Zeit. Ja. War das? Und dann sind wir ja privat auf Dingens hängen geblieben gewesen, auf Hof Bergmann. Ja. Dann hat er ja nicht weitergemacht, weil er dann ja sein Forum oder was man da auch immer sagen will, gewechselt hat. Dann gab es Hof Bergmann 2.0 und da haben wir ja überhaupt gar nicht. Da waren ja auch die Äpfel wieder buggy und so, oder? Nein. Du hast dann ja kaum gespielt. Also das hat uns ja überhaupt nicht gereizt. Hat mich auch nicht mehr interessiert, auch ganz ehrlich. Schuld. Ja, aber das kommt, wenn die Leute sich zu lange, ja nicht zu lange Zeit lassen, aber wenn ich jetzt das hier spiele und ich wette mit dir, der hat mit Sicherheit schon Update gebracht. Hier, Südhämmern, mit Sicherheit. Ich gehe da voll von aus, Kabi. Echt? Denkst du nicht? Weiß nicht, ich kann es gerade sagen, ich bin eh am Abladen. Ja, dann geh mal gucken. Kannst mir wirklich schon gut vorstellen. Und das ist nämlich das, was ich zum Beispiel an diesem Modder hier liebe. Nein. Nein? Oh. Jetzt, Zuckerrohr war das letzte, 14.1. Das haben wir eigentlich. So, dann gibt es vielleicht eine Ostermap bald. Das könnte sein. Ja. Dann wird 14.1, das haben wir, glaube ich. Dann wird zu Ostern. Ja, ja, 14.1 haben wir. Dann gibt es zu Ostern was. Ja, aber das hat er nämlich bei LS15 auch gemacht. Gab es zu Ostern dann auch wieder was Neues. Aber es kommt immer wieder kontinuierlich was Neues. Und wenn man nicht bescheißt auf dieser Map, nicht bescheißt, und die Map wirklich so spielt, wie er sie vorgibt, brauchst du eine gewisse Zeit, um das fertig zu bekommen. Ganz einfach. Ja, oder ich, nicht? Ja. Na und? Ja? Und überleg mal, wir wären noch mit Standardgeräten angefangen. Was wir ja nicht sind. Nein, die haben wir mitgenommen. Richtig. Ach, scheiße. Die sind echt. Ach, scheiße. Die sind echt. Ich hab gedacht, die schwarzen Strommasten wären nicht echt, hab ich gedacht. Hab ich aber falsch gedacht. Hast du vorher noch drüber gelacht, Alter, wo ich mit dem Drescher hängen geblieben bin? Jetzt passt es aber, wenn du die 3 machst. Wer bist du denn schon? Warte, gucken, was der 25, macht. 25, bei 5 bin ich schon. 6 auch schon fertig. Ja, nein. Gleich auf 25 gefahren. Bin von, ah, ich habe 6 fertig gemacht und dann 5. Schon. Ja, klar. Ich sehe nur noch Feld 7. Ja? Danach bist du gleich fertig. Geht sich genau aus, dann bin ich fertig mit meinem Feld. Wenn ich mich dann jetzt hier fast nicht der festfahren Meinung, würde... Dann bin ich fast der Meinung, wir machen 14, 15, 16, 17 und vielleicht gleich 20 auch noch und dann kannst du auch gleich wieder durchziehen. Ja.
Muss ich dir helfen? Einmal, nein, ich muss jetzt einmal hier quer. Musst du einmal im Kreis rumherum fahren, sonst ist das echt beschiss mit dem Big Buds. Bam, 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 bam. Oh, oh. Baram, baram, baram. Aber man kennt halt seine Schwachstellen bei dem Big Bad so langsam. Bin mal gespannt, was wir uns dann für einen Trecker holen, ne? Wir haben ja was zusammen mit Ketten, ne? Na, ich glaube schon. Dann sollten wir gucken. Und was brauchen wir? Wie viel PS brauchen wir? 500. Minimum, ne? Ja, nur wie ich 550. Weiß. 550. Ja. Brauchen wir auch, glaube ich, eine halbe Million. Aber wir sagen erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.